Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem neuen Video und zu einem Video, auf das ich mich sehr, sehr gefreut habe. Denn Backwards ist endlich draußen, Freunde. Herr Bergmann hat es lange angekündigt und er hat versprochen, mehrmals, dass es noch dieses Jahr im Dezember kommt. Und er hat sein Versprechen ausnahmsweise mal eingehalten, würde man sagen. Jetzt würden jetzt einige Leute hier behaupten. Ich bin sehr gespannt, Freunde. Ich werde jetzt mir den kompletten Film hier mit euch ansehen. Allerdings habt ihr nur die Erlaubnis, dieses Video hier zu sehen, wenn ihr den originalen Film oder den Film an sich bei Burger schon gesehen habt. Unterstützt das Ganze bitte, weil das ist ein unglaublich aufwendiges Projekt, so wie ich denke. Also, wie gesagt, Unterstützer, schaut euch auf jeden Fall das originale Video an. Gebt bei Burger ein Like, lasst einen netten Kommentar da, lasst ein Abo bei Burger da. Und wenn ihr das alles gemacht habt, dann habt ihr offiziell Erlaubnis, hier jetzt dieses Video anzusehen und es mit mir zu genießen, Freunde. Denn ich sehe schon, ich habe das Video gestartet, Freunde, und auf Pause gedrückt und ich sehe schon direkt das Erste, was mich erwartet, Freunde. Fucking Mark Hamill. Ich weiß nicht genau, was es damit auf sich hat, Freunde. Wir werden es gleich sehen. Ich kann nicht mehr viel dazu sagen. Wie gesagt, schaut beim Originalvideo vorbei. Klickt hier oben in die Infokarte. Da habe ich den Trailer verlinkt, den ich mir auch schon mit euch zusammen angesehen habe. Und da werde ich auch nochmal das Video reinpacken, wie Bergy auf meine Reaction zu ihm reagiert hat. Sehr komplizierte Sache, Freunde. Auf jeden Fall, schaut auf jeden Fall einfach mal vorbei. Und dann würde ich sagen, genießen wir jetzt den Film eine halbe Stunde lang. Ich habe extra mein Star Wars Christmas Shirt angezogen, Freunde. Ja, holt euch irgendwas zu fooden und dann geht's jetzt los, Freunde. Ich bin echt gespannt. Ich habe sehr hohe Erwartungen, muss ich sagen. Und ich denke auch, dass die erfüllt werden. Hey everyone, it's Mark Hamill. Hope you enjoy Berg Wars. Oh. Berg hätte einfach nur das hochladen können und dann wäre mein Nerd-Flow wäre schon befriedigt gewesen, Freunde. Ich werde versuchen, jetzt nicht mehr zu stoppen. From the future, Leute, from the future. Instant Gänsehaut. Freunde, Freunde. Originale Story. Jeden Fall schon mal eine sehr ernste Story, Freunde. Ich bin so gespannt, wie es aussieht. Oh, yo. Jeden Moment zusammen. Verdammt! Sie da, gehen Sie in den Kontrollraum und löschen Sie alle Koordinaten aus dem System. Evakuiert das Schiff und sendet eine verschlüsselte Warnung nach Horth. Evacuation sequence started. Ich hoffe, der Knabe schafft's. Warning. Alter, sieht so gut aus. Warning. Bewegung, Bewegung! Access denied. Wer kennt die Szene, Freunde? Wer kennt die Szene? Ist einfach so gut dargestellt. Feuer!
Yo. Oh, wie gut das alles aussieht. Enter security code. Please confirm data deletion. Sorry. Lol. Alter. Sichert die Daten. Ja, Mann. Warning. Signal lost. Warning. Missing signal. Alter. Wie bedrohlich Darth Vader selbst in Minecraft aussieht. Das gefällt mir ganz und gar nicht, Steg3PO. Sir? Ist dein Notruf eingegangen? Oh, Stegi, Mann, und Max. Voll gut. In der Tat haben wir eine verschlüsselte Nachricht von der Tante erhalten. Ich sage es nur ungern. Kannst du sie entschlüsseln? Aber selbstverständlich, Sir. Ich beherrsche über 3 Millionen Kommunikationsformen. Außerdem... Fang einfach an. Natürlich, Sir. Erst die Internetverbindung, jetzt der Radar. Wenn es so weitergeht, sind wir bald komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Machen Sie sich wegen der Internetverbindung mal keine Sorgen. Unser bester Mann ist an der Sache dran. Boah, auch der Schnee sieht echt so schön einfach aus. Die Musik ist auch echt schön eingesetzt, muss ich sagen. Aua. Ach, Birgi, Mann. Das war doch gar nicht so schwer. Wow! Nicht gut. Das ist gar nicht gut. Denk nach, Meg. Denk nach. Bingo. Ah! Oh nein. Und ab geht's. Okay. Alles safe, Leute. Alles safe. Es sollte einen leichteren Weg hier runter geben. Ach, komm schon. Ernsthaft? Oh Mann. Das passiert mir auch immer. Ich gehe voll oft die Treppen und danach sehe ich erst, dass es einen Fahrstuhl gibt. Echo 7 an Echo Basis. Ich habe das Ziel erreicht. Verstanden, Echo 7. Seltsamerweise haben wir inzwischen ein weiteres Signal verloren. Ist da unten etwas passiert? Ja, gut. Eigentlich nein, nicht. Nee, aber nee. Ich schau mir jetzt mal die Maschine an. Verstanden, Echo 7. Wir erwarten Ihre Antwort. Boah, ich muss sagen, echt die Musik macht echt viel her, muss ich sagen. Von der Atmosphäre. Was seid ihr denn für Dinger? Lass den Computer in Ruhe, mach, dass der wegkommt. Jetzt seid ihr in der Falle. Was fummelt ihr auch an dem blöden Computer rum? Durch eure Knabberei. Oh nein, nein, Hintergrund, Freunde. Wie soll ich denn Karten bestellen ohne Internet? Da fände ich eine Entschuldigung schon angemessen. Hey, wo wollt ihr denn hin? Oh nein. Oh. Hey. Oh, sieht so gut aus. Voll gut, voll gut. Echo 7, wie kommen Sie voran?
Alles unter Kontrolle, General. Der Sender ist quasi schon repariert. So gut wie. Aber auch so die ganzen, oh, die ganzen Sets. Die Sets sehen einfach so gut aus auch. Chewie! Ich habe die Versorgungseinheit ausgetauscht. Probier's jetzt nochmal. Vertrau mir, das klappt schon. Ha! Na, wer sagt's denn? Okay, nur eine Viertelstunde. Höchste Zeit, Chewie. Lass die Seite nicht aus den Augen, verstanden? Ich bin gleich wieder da. Oh. Moment, Freunde, da muss ich kurz einmal zurückspulen. Ich kann ja kurz sowieso einmal sagen, oh, das habe ich zu weit gespult. Bis jetzt sehr, sehr schön. Die Atmosphäre kommt echt extrem gut rüber durch das Sounddesign, aber auch vor allem durch die Musik, schätze ich. Die Sets sehen einfach unglaublich gut aus. Ich glaube, ich habe schon viele YouTuber verpasst. Ich habe es jetzt nur Stegi und Max erkannt. Ich glaube schon, ja. Ja, ich glaube schon. Ich habe nur Stegi, Max und natürlich Bergi erkannt. Aber bis jetzt echt sehr, sehr gut. Besser, als ich dachte, dass es ist. Und hier haben wir noch die vorherigen, also mit Pineapple Bay und Desperado, die vorherigen Projekte, sage ich mal so. Bis jetzt bin ich echt stolz auf Bergi, muss man sagen. Ha! Na, wer sagt's denn? Okay, nur eine Viertelstunde. Höchste Zeit, Chewie. Lass die Seite nicht aus den Augen, verstanden? Ich bin gleich wieder da. Da unten war auch eine Porno-Werbung, Freunde. Hot Twi'lek in your neighborhood. Werde auf jeden Fall gleich mal auf die Seite gehen und gucken, ob das stimmt. General, die Internetverbindung steht wieder. Konnten Sie inzwischen herausfinden, was Peter draußen angreifen wollte? Ich bin gleich bei Ihnen, Herrn Bergi. Wie weit bist du mit der Nachricht, Steg 3PO? Ich habe sie fast entschlüsselt, Sir. Gibt es ein neues Problem? Wir haben den Kontakt zur Tante verloren. Bei einem absoluten Kontaktverlust liegt die Wahrscheinlichkeit einer feindlichen Übernahme bei 82,46%. Mach einfach weiter! Hören Sie, General, ich weiß, Sie haben viel zu tun, aber ich befürchte, dass ich die Basis nun wirklich verlassen muss. Wovon sprechen Sie? Sagen Sie bloß, es geht immer noch um diesen Film. Chewie und ich haben uns seit Monaten auf diese Premiere vorbereitet. Das können wir uns jetzt nicht entgehen lassen. Nun, das gefällt mir zwar ganz und gar nicht, aber es steht Ihnen selbstverständlich frei zu gehen. Ich verliere Sie nur ungern, Captain Bergi. In der Schlacht von Varo waren Sie uns eine große Hilfe. Danke, General. Varo, ich Mann. Wünsche Ihnen viel Erfolg. Danke, Ihnen auch. Ja, Freunde, Kino geht vor, das weiß man doch. Nun, Eure Hoheit, jetzt heißt es wohl Abschied nehmen. Wie auch immer. Kommen Sie schon, auch können Sie es sich überlegen. Für Prinzessinnen haben wir bestimmt noch ein Plätzchen frei. Glauben Sie mir, ich habe garantiert Besseres zu tun, als Lichtjahre entfernt zu einer Filmpremiere zu reisen. Noch dazu in so zweifelhafter Begleitung. Zweifelhaft? Oh Mann, der Arme. Entschuldigen Sie, Sir. Das sollten Sie sich anschauen. Ich bin der Tim. Zeigen Sie her. Oh Mann, wie gut. General Maximus, unser Schiff ist im Begriff, in die Hände des Imperiums zu fallen. Wir setzen alles daran, die Position der Zentrale geheim zu halten. Sollte unser Vorhaben jedoch scheitern, müssen Sie auf das Schlimmste gefasst sein. Halten Sie sich für eine Evakuierung bereit. Sie haben uns gleich! Möge die Macht mit euch sein. Aus dem Überraum nähert sich eine Gruppe unbekannter Flugobjekte. Kein gutes Zeichen, wenn Sie mich fragen. Verdammt, Sie haben uns gefunden. Schafft die Prinzessin hier raus. Die Internetverbindung. Oh nein. Ich bin auf dem Weg. Hans? Ja, Eure Hoheit? Ich verstehe Sie nicht. Ich dachte, Sie bleiben bei uns. Wir werden uns diese Premiere auf keinen Fall entgehen lassen. Tut mir leid, Prinzessin. Han, wir brauchen Sie. Wir? Ich glaube eher, Sie brauchen mich. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Ich weiß. Wirklich schade. Ich weiß, worauf Sie anspielen. Sie bilden sich da etwas ein, Captain Bergi. Tue ich das, ja? Und warum verfolgen Sie mich dann? Geben Sie es doch einfach zu, Prinzessin. Sie wollen Abschiedskuss. Oh, Sie spinnen doch. Eher küsse ich einen haarigen Wookie. Das kann ich einrichten. ich glaube, wir gehen besser. Entschuldigung, Leute. Palleman. Hat meinen Co-Piloten gesehen? Oh. Bitte lass es GLP sein. Ah, nee. Okay. Es ist Edgar, vorsichtig. Freunde. Vorsichtig! Führ schon mal einen ausführlichen Systemcheck durch. Ich bin gleich bei dir. Oh. Das ist voll gut gemacht, Freunde. Chewie. Sehr viel Liebe für Detail. Tschüss, Detail. Ich hoffe, uns bleibt noch genügend Zeit. Oh, yo, das sieht halt einfach nice aus.
Wir haben Ihre Basis aufgespürt, mein Imperator. Wäre die Kampfstation bereits fertiggestellt, könnten wir diese Rebellion mit einem... GLP, na klar, GLP als Überbösewicht. Das ist gut gemacht. Schlag auslöschen. Stattdessen drohen die Rebellen erneut zu fliehen. Es war ein Fehler, Takesh, das Kommando zu überlassen. Schweigt! Diese Mission unterliegt Ihrer Verantwortung, Lord Reed. Sorgen Sie dafür, dass ich das nicht bereue. Sie müssen eine starke Hand beweisen, Lord Reed. Ihre Zweifel bringen Sie aus dem Gleichgewicht. Ich habe keine Zweifel, mein Imperator. Ich spüre es. Diese Unruhe. Sie müssen lernen, Ihre Gefühle zu kontrollieren. Enttäuschen Sie mich nicht noch einmal, Lord Reed. Sogar das Licht sieht so echt aus irgendwie. Falls ihr versteht, was ich meine, aber das Licht sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Sind Ihre Truppen bereit, Admiral? Jawohl, mein Lord. Soll ich den Befehl zur Invasion geben? Das ist nicht nötig. Ich übernehme das Kommando. Bei allem Respekt, mein Lord. Die taktische Befehligung der Truppen fällt kaum unter Ihre... Wie ich sehe, trägt Ihre Aggressionsbewältigung Früchte, Lord Reed. Ich bin Ihr geringstes Problem, Takesh. Sollten Sie den Imperator noch länger warten lassen, werden Sie mich noch als umgänglich bezeichnen. Das war nur ein kleiner Rückschlag. Inzwischen laufen die Arbeiten an der Station wieder genau nach Plan. Schon bald wird der Puffy-Stern einsatzbereit sein. Voll gut. Mein Lord, voll gut. Die Truppen warten auf ihren Befehl. Ich glaube, einerseits ist natürlich, sind die Namen alle verändert worden, um natürlich Han Bergi zum Beispiel, sowas. Aber ich glaube, es ist auch ein rechtes Ding, dass er keine originalen Namen verwenden darf. Und dann müsste eigentlich alles glatt gehen, dass das nicht gesperrt wird von Seiten Disneys. Wir beginnen unverzüglich mit der Invasion. Die Zerstörung der Internetverbindung hat oberste Priorität. Oh nein. Sieht übrigens aus wie der Tesseract aus Marvel ein bisschen. General! In Sektor 4 nähert sich eine Flotte von Transportern. Leiten Sie sämtliche Energie dem Schutzschild zu. Wir müssen nur hoffen, dass unsere Jungs uns da draußen genug Zeit verschaffen. Oh. Sehr schöne Shots hier. Was zur Hölle? Chewie, wir müssen los. Yo. Das weiß ich auch, Chewie. Lad das Programm ins Holonetz, wir probieren es wohl unterwegs. Captain Bergi, der Nicer Dicer ist abflugbereit und wird jeden Moment zum Außenposten transportiert. Oh, der Nicer Dicer, Mann. Yes, Baby. Ich hoffe, du hast den Motivator repariert. Nice. Sobald die Truppen unseren Generator erreichen, sind wir verloren. Haltet sie um jeden Preis auf und lasst nichts unversucht. Ihr seid hier, weil ihr die Besten seid. Schneller, Chewie, komm schon. Zeigt ihnen das da draußen. Hey, ihr zwei, wo wollt ihr hin? Warum seid ihr noch nicht einsatzbereit? Hä? Ich glaube, du hast die falschen, Kumpel. Wir sind gerade auf dem Abflug. Hier wird sich nicht gedrückt. Los, Männer, steckt sie in die Anzüge und dann ab in den Gleiter. Moment mal, Leute, jetzt wartet doch mal. Das ist ein schreckliches Missverständnis. Hey, Finger weg. Chewie, ich habe ein ganz mieses Gefühl. Okay, Chewie, keine Panik. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Oh, die Raumschiffe sehen ja geil aus, Mann. Die sehen echt richtig gut aus, wenn sie fliegen. Mega gut. Feuer auf die Köpfe und fliegt sie von so weit oben wie möglich an. Pineapple 3, wir starten den Angriff auf den rechten Walker. Verstanden, Pineapple 1. Pineapple 4, danach seid ihr dran. Alles klar, verstanden. Okay, Zombie und Delay waren auf jeden Fall. Ziel auf 344. Feuer frei. Die
Die Schilde sind zu stark. Wir müssen unsere gesamte Feuerkraft konzentrieren. Dann könnten wir das Schild durchbrechen. Alle bereithalten. Oh wei, oh wei. Was für eine Hektik. Die beiden sind die besten, Mann. Tim und Stegi, Mann. So gut. Wissen Sie, wo wir... Hallo? Hallo? Entschuldigen Sie. Das ist ja mal wieder typisch. Die werden schon nicht ohne uns abhauen. Schau mal, Handbergi scheint noch hier zu sein. Komm schon, Leanto. Ich bin in den Walker auf 277. Verstanden. Oh, Maudalo. Ich muss nur diesen verdammten Autopiloten auskriegen. Feuer frei. Okay, Chewie, ich glaube, ich hab's. Nice. Danke, Chewie. Habe ich gar nicht gemerkt. Das gibt's doch nicht. Komm schon, komm schon, komm schon. System deactivated. Oh, Chewie. Halt dich fest. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was ist denn jetzt los? Cable attached. Wir hängen fest. Wie konnte das passieren? Voll gut gemacht. Chewie, du musst das verdammte Kabel ausklinken. Detach Cable. Oh jo, die Explosion sieht ja voll gut aus. Einer der Walker konnte zu Fall gebracht werden, aber die anderen beiden erreichen jede Sekunde die Schussweite. Wir müssen sofort evakuieren. Pineapple 1, hier Echo Basis. Uns bleibt keine Zeit mehr, wir müssen verschwinden. Verstanden, Echo Basis. Viel Glück. Die Prinzessin wartet bereits an Bord, Sir. Dann nichts wie raus hier. Die Evakuierung hat begonnen. Lasst von den Walkern ab. Wir drehen um. Ich glaube, wir bekommen Gesellschaft. Kampfformation, Pineapple Squad. Das könnte schwierig werden. Ich habe hier ein kleines Problem. Pineapple 4? Wo zur Hölle stecken Sie? Oh, yo, das sieht einfach so gut aus, Mann. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich weiß. Oh. Gerade noch mal gut gegangen, Pineapple 4. Nichts ist gut gegangen. Wir sind am Abstürzen. Hilfe! Chewie. Wir müssen hier raus, Chewie. Nicht schlafen. Oh Mann. Ich hol Hilfe, Chewie. Das hat mich gerade voll an König der Löwen erinnert, Freunde. Kann mich jemand hören? Chewie! Oh nein! Chewie! Oh nee. Hallo, Han. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet. Ein Jammer, dass sich dein Haustier bereits im Rauch aufgelöst hat. Ja. Du hast dich schon immer maßlos überschätzt, mein Freund. Das war bis jetzt die beste Szene.
Mann, das war haarscharf, Chewie. Vielen Dank für deine Hilfe, mein Freund. Und jetzt nichts wie weg hier. Was? Dir ist schon wieder kalt? Du trägst doch diesmal sogar eine Jacke. Oh, richtig gut, Freunde, richtig gut. Wurde die gesamte Basis evakuiert, General? Jawohl, Eure Hoheit. Wir sind die Letzten hier. Alle Mann an Bord. Wir starten jetzt. Los, los, los. Oh, so schöne Shots haben wir hier. Mich dann gewirkt hat, Alter. Mega krass. Moment mal, Chewie. Ich zieh mich nur schnell um. Okay, los geht's. Alter. Oh nein. Oh, okay. Ah, stimmt. Hätte ich es auch denken müssen. Dank. Wir dachten schon, sie wären mit den anderen verschwunden. Aber doch nicht ohne mein Schiff. Nice, Mann. Okay, Chewie. Überprüf nur die Motivator, ich schmeiß die Maschinen an. Beeil dich! Sir, dort draußen ist alles voller imperialer Jäger. Ich weiß, da müssen wir eben schnell sein. Ready to take off in 3, 2, 1. Oh, das sieht schon nice aus. Ich glaube, das ist einfach echt der Nicer Dicer nachgebaut. Ich habe mir überlegt, ob ich mir mal einen Nicer Dicer holen soll, jetzt ohne Kack, Freunde. Weil das halt immer so geil aussieht, wenn die da 10 Gemüsesachen reintun. Boom. Und dann hast du deine Würfel. Aber das Problem ist, ich esse kein Gemüse, Freunde. Deswegen würde ich das nie benutzen, glaube ich. Okay, Chewie. Weißt du was? Wir vergessen die Online-Bestellung und fliegen direkt zum Kino. Aber vorher steuern wir noch das Almanach-System an. Immerhin müssen wir noch einen alten Freund abholen. Also ich esse schon Gemüse, Freunde. Aber nicht so oft. Ich möchte dich ja nicht beunruhigen. Leider. Aber wir gedenken, dort vorbeizukommen. Hä? Ich habe absolut keine Ahnung. Andererseits hat mich das noch nie aufgehalten. Leute? Alter. Berg ist einfach so zugeschnitten auf Han Solo. Oh nein, das war's schon. Das ist echt schon wahr. Ach, Freunde. Kommt bestimmt noch eine After-Credit ziehen, Freunde. Ich wette mit euch. Ich kann ja schon mal sagen, ich fand's echt unglaublich gut. Ich hoffe, dass dieser Film so viel Aufmerksamkeit, wie es nur irgendwie geht, bekommt. Und dass es da keine Probleme von Seiten Disneys irgendwie gibt. Hoffe ich zumindest. Krass, es war echt mega gut. O-Saft habe ich zum Beispiel nicht gesehen, stimmt. Genau, Frau Bergström, das war klar. Fabian Siegesmund. Ah, oh, Fabian Siegesmund. Ich dachte mir schon, woher kenne ich die Stimme? Wirklich Stimme, krass. Ja, ich hoffe echt, dass der so viel Aufmerksamkeit wie möglich bekommt, Freunde. Weil, ich möchte, glaube ich, gar nicht wissen, wie viel Arbeit und Aufwand und Herzblut und Herzschmerz in diesem Projekt stecken. Weil ich will echt nicht wissen, wie lange er dafür gebraucht hat und wie lange das irgendwie noch Probleme bereitet hat. Und ja, es war aber echt, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das Warten hat sich unglaublich gut gelohnt, Freunde. Und ich fand es einfach nur sehr gut. Ich hatte ein bisschen was anderes erwartet. Ich dachte, dass er einfach komplett die gleiche Story aus irgendeinem Film zusammen. Oh lol, wie das hier aussieht. Lol, wie das alles modelliert wurde. Jedes einzelne Raumschiff. Krass. Ich dachte, dass er irgendwie die Story aus einem Film zusammenfassen will. Oder zumindest einen Teil Story und die nachspielt, sozusagen nur. Aber sie haben ja echt. Eigene Story, den eigenen Humor von Berge, den man natürlich kennt. Und das fand ich am besten mit. Die Kamerafahrten von den Raumschiffen. So unglaublich gut. Und alles war einfach gut. Es hat einfach alles gepasst. Und es sah echt viel besser aus, als ich mir je erträumt hätte, Leute. Das Licht, besonders das Licht, war so gut.
die Kameraführung war gut, die Shots an sich waren gut und ja, es war einfach nice. Es war einfach nice. Oh, es gibt eine Bergwars Adventure Map auf Bergwerk Labs, Alter, was mit meinem Sprachmuskel los? Auf bergwerklabs.de, Freunde. Oh, die werde ich mir auf jeden Fall mal ansehen. Vielleicht auf dem Let's Play Channel wird dazu was geben. Es gibt anscheinend doch keine Endcredit-Szene, Freunde. Aber, oh. Einfach perfekt, ich sag's euch. Es war einfach mal wieder ein sehr, 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 sehr schönes Video von Bergy. Oh, Making-Offs, die werde ich mir ansehen. Sind die neu oder sind die alt? Oh, die sind alt, dann kenne ich die, glaube ich, schon. Dann kenne ich die wahrscheinlich schon. Okay, Freunde. Ach ja, kommen wir nochmal zum kleinen Fazit. Ich habe eigentlich schon alles gesagt. Ich bin einfach unglaublich zufrieden und fand es einfach sehr gut, wie alles aussah. Ich fand es echt heftig, wenn man bedenkt, dass das hauptsächlich in Minecraft ist und halt ein bisschen After Effects. Aber wie das alles aussah, Freunde, oh mein Gott. Und die Charakterbesetzung war auch wieder on point, also wirklich Bergy als Han Solo, 1A Tim und Stegi als C3PO und R2D2 auch einfach so gut. Es hat mir einfach alles gut gefallen. Ich habe jetzt keinen Kritikpunkt gefunden, höchstens, dass es zu kurz war mal wieder. Aber echt mega gut, mega nice und ich habe wahrscheinlich vieles nicht gesehen. Schreibt mir gerne rein, falls ich irgendein Easter Egg nicht entdeckt habe, Freunde. Ich werde mir jetzt erstmal gleich meine heißen Twi'leks aus der Nachbarschaft ansehen und dann gucken, ob da einer dabei ist für mich. Ansonsten schaut unbedingt, wie gesagt, beim originalen Film vorbei, Freunde, aber wie gesagt, ich habe nur die Erlaubnis, das Video hier zu gucken, wenn ihr den originalen Film schon kennt. Ansonsten sehen wir uns morgen um 12 und bis dahin bleibt fresh und ciao.